wir sind hier beim VDE Bayern Zukunftsforum. Eigentlich eine Veranstaltung als Restart nach der langen Pandemiephase, wo sich junge Menschen, erfahrene Menschen wieder treffen können. Eine tolle Atmosphäre. Und bei der Veranstaltung und auch bei der Intersolar der letzten Tage haben wir festgestellt, dass es wichtig ist, dass sich Menschen treffen, eben auch in dieser Generationsaufgabe. Und wir haben uns jetzt überlegt bei VDE, dass wir das noch weiter verbessern, stärken, die jungen Menschen aus dem VDE YoungNet dazunehmen, mit dir, Laura, und den ganzen dynamischen Menschen, die wir auch gestern hier schon kennengelernt haben. Es freut mich sehr. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt wirklich enger zusammenarbeiten noch und den jungen Leuten auch ganz konkrete Motivationen im Bereich der erneuerbaren Energien mitgeben. Und deshalb freut es mich, dass wir da eine konkrete Zusammenarbeit jetzt haben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch unheimlich auf die Zusammenarbeit, weil die Energiewende, so wie alle anderen Wenden, die wir jetzt vor uns haben, funktioniert nur, wenn die Generationen zusammenarbeiten. Und da wollen wir uns für einsetzen die nächste Zeit. Viele Veranstaltungen stehen an und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die Kooperation mit VDE Renewables. Prima. Wir haben das gestern Abend ja schon im sozialen Umfeld gesehen, dass das funktioniert. Die Menschen sind einfach ausgelassen und freuen sich, dass man, wie ich eben gesagt habe, sich wieder treffen kann. Aber wir beiden haben uns auch überlegt, es geht nicht nur ums Feiern und Kaffee trinken, sondern es geht auch um konkrete Projekte, um auch Motivation zu schaffen und Lösungen für junge Menschen, was ihre Karriere, was ihre Entwicklung angeht. Und deshalb wird VDE Renewables auch mit junge Mitarbeiter mit dazunehmen bei Projekten wie zum Beispiel auch dem Financial Dialog in Kürze in Nürnberg oder auch unserem tollen Auftritt sicher in der Hannover Messe. Ja, genau, da freue ich mich auch besonders drauf. Ich kann leider nicht da sein bei der Hannover Messe, möchte aber ein kleines Grußwort hinterlassen. Ich werde leider bei einer anderen Veranstaltung gebraucht, aber im nächsten Jahr bin ich live dabei und freue mich unheimlich. Vielleicht machen wir da auch wieder was zusammen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir setzen das fort und ich glaube, Plattformen sind wichtig. Die digitalen Tools haben wir jetzt die letzten 2 Jahre ausgiebig kennengelernt, aber was ich gestern hier auch gehört habe oder auch bei der Intersolar mit weit über 100.000 Besuchern, die Menschen wollen sich treffen und die brauchen einfach auch das Face-to-Face, um die Projekte, die wir alle brauchen, wieder richtig anzustoßen. Und nur dann kann das gelingen. Und mit den jungen Leuten dabei, das zeigt auch, dass der VDE als Ganzes eben für die junge Generation steht, für die Zukunft. Und ihr müsst das auch mitprägen und Verantwortung übernehmen. Ja, für die ideale Zukunft in der idealen Community.